Hallo Leute, ich bin's, der Tobsen, und heute möchte ich euch mal die Cable Guys vorstellen. Ich habe 3 Stück von den Dingern, wenn ich weiß, was das ist. Hier seht ihr die jetzt. Das sind Controller-Halterungen in Form einer Figur. Man kann auch Smartphones oder Handhelds da drauflegen, damit die halten. Das geht auch ganz gut. Die gibt es in verschiedenen Versionen. Ich habe hier einmal Ghost, Crash Bandicoot und Darth Vader. Und ob die es wirklich taugen, das werden wir jetzt hier mal besprechen. Ich habe mich jetzt einfach spontan entschieden, dazu jetzt einfach ein Video zu machen, weil es vielleicht auch interessant für den einen oder anderen sein könnte, weil die Dinger gibt es ja mittlerweile in Massen bei Mediamarkt und Saturn. Die sieht man ja überall mittlerweile, die Dinger. Und den Darth Vader habe ich mir zuletzt gekauft für meine PSP, weil es halt schwarz ist und ich ein Star Wars Fan bin. Da habe ich mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Und die PSP, muss ich sagen, die passt wirklich ganz gut da drauf. Die kann man auch in verschiedenen Winkeln drauf platzieren. Die bleibt auch wirklich fest da drauf. Also da kann man sich eher weniger beschweren, wie der ein oder andere YouTuber jetzt vielleicht sagen würde. Also das passt auf jeden Fall ganz gut. Und auf Ghost passt es sogar teilweise noch ein bisschen besser. Aber Ghost und Crash Bandicoot, die verwende ich eher größtenteils für meine Xbox-Controller. Deswegen werde ich da nicht die PlayStation Portable, die PSP, draufpacken. Also ihr seht hier schon, für Handhelds ist das Ding auf jeden Fall gut geeignet. Ich denke, eine andere Handheld-Konsole wie eine PS Vita oder eine Nintendo DS, die passt da wahrscheinlich auch ganz gut drauf, weil die ja ähnliche Formen haben. Crash Bandicoot und Ghost nutze ich am meisten, wie gesagt, für die Xbox One Controller oder für die Xbox 360 Controller, aber am meisten eigentlich für die Xbox One Controller, weil da muss man sagen, die passen einfach am besten da drauf. Die legst du einfach drauf und die rasten quasi direkt in die Hände ein. Also da ist auch nicht mehr viel mit Verrutschen oder so, die passen eigentlich echt super. Da kann man sich echt sehr, sehr wenig beschweren, sagen wir es mal. Also für Xbox-Spieler sind die Dinger auf jeden Fall top, also die passen super. Was man bei den PlayStation 4 Controllern jetzt nicht unbedingt behaupten kann, weil die PS4 Controller, die passen jetzt, ja, jetzt nicht so optimal da drauf, wie man hier zum Beispiel sieht. Da kann man die ungefähr so grob auf Höhe der Analog-Sticks legen, aber ja, wenn man das Ding ein bisschen bewegt oder vielleicht mal gegen Schrank aneckt, da fliegt das Ding höchstwahrscheinlich runter, also es hält nicht wirklich fest, man sieht es ja. Also für PS4-Controller sind die Dinger eher bedingt geeignet, da gibt es wirklich deutlich bessere Halterungen wahrscheinlich oder vielleicht auch andere Figuren, weil es gibt noch andere Figuren, deutlich andere Figuren, sag ich die ganze Zeit Figuren, bin ich doof, Figuren, wie zum Beispiel von Call of Duty World War II gibt es noch eine Figur. Dann gibt es noch einen Stormtrooper und es gibt viele verschiedene Figuren noch. Deadpool, glaube ich, gibt es sogar auch noch. Also da muss man schon sagen, ja, vielleicht passt es da besser, aber auf denen passen auf jeden Fall die PS4-Controller nicht so gut. Die PS3-Controller wiederum, auf dem Ghost passt der PS3-Controller auch schon fast wieder wie angegossen. Was man jetzt aber von Crash Bandicoot wiederum nicht sagen kann. Deswegen muss man immer aufpassen, was man da kauft. Das kann man im Vorhinein nicht wissen. Deswegen ist es auch ein bisschen, ja, Risiko, da muss man sagen, ja. Und für 24,99 Risiko einzugehen, ist schon ein bisschen blöd, manchmal, muss man schon sagen. Genau wie der Xbox One Controller passt der Xbox 360 Controller auch auf beide ganz gut, also auf Crash Bandicoot und auf Ghost. Die passen da beide wirklich sehr, sehr gut. Wobei man bei Ghost sagen muss, da muss man das Ganze nicht auf der unteren Controller-Ablage drauflegen, an der Controllerkante, sondern an dieses Akku-Pack. Da muss man die Hände dran machen, damit das wirklich gut hält. Und dann hält es auch wirklich gut. Da muss man aber drauf achten, weil ansonsten ja, fällt das Ding auch runter. Aber wenn man das die Hände an diesen Akku-Pack platziert, dann hält das wirklich bombenfest. Und bei Crash Bandicoot, da hält der Controller sowieso genauso gut wie beim Xbox One-Controller. Ach ja, und ich habe übrigens eben vergessen zu sagen, dass der Xbox One Controller auch perfekt beim kleinen Darth Vader Controller Halter hält. Also da hält der Xbox One Controller auch bombenfest. Der Xbox 360 Controller hingegen, der hält da nicht so gut drauf. Der hält zwar einigermaßen, aber nicht so gut wie der Xbox One Controller. So, ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen mit dem Video helfen, welche Figur er denn sich jetzt am besten holt für welchen Controller. Da wollte ich mal so grob anpeilen, dass ihr mal seht, was
gut drauf passt und wofür die Dinger gut sind. Weil ich habe mir jetzt extra die Dinger geholt und so viele Videos dazu gibt es auch nicht auf YouTube. Und deswegen habe ich mir mal gedacht, ist vielleicht mal ein Video wert. Jetzt vielleicht nicht das spannendste Video, aber vielleicht hilft es ja den einen oder anderen, sich so ein Ding zu holen. Übrigens, bei jedem ist auch ein 3 Meter Ladekabel dabei, bei jedem Cable Guy. Also, damit ihr auch schön lang euch aufs Sofa latzen könnt und nebenbei auch einen Controller laden könnt. Also, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.